Yo Menschen, ich werde mich zurück zu Let's Lighter Reloaded. Und heute haben wir einen Gast dabei. So, meine Damen und Herren, der Stefan Raab ist dabei. der Milivius ist heute dabei. Richtig, der Typ, der wirklich sehr viele gut imitieren kann von der Stimme. Ja. Das finde ich sehr, sehr atemberaubend. Wir haben schon mal aufgenommen, aber weil ich ein zu großer Trottel bin und meine Stimme nicht aufnehme, ja, ist diese Aufnahme verloren gegangen und ihr könnt nur ein Part sehen, und zwar bei seinem Channel. Ich hätte noch den zweiten Part, aber... ja, diesmal... Den kann ich ja auch mal hochladen. Und wir wollten sowieso schon länger was machen und ich finde diesen Typen echt korrekt. Wir werden auch... Ich denke mal, wir werden öfter was machen. Was sagst du? Kannst du mich ausstehen? Nee, ich hasse dich, deswegen nehme ich ja auch gerade mit dir auf. Ich will nur deine Abos. Richtig, meine unsagbar vielen 69. Ja. Ja, jedenfalls, ich würde sagen, ich stelle jetzt mein Team vor. Und wir haben es so gemacht, wir werden in mein Part, werde ich erstmal Kämpfe suchen und er wird mir joinen und mir Ratschläge geben. Und dann im zweiten Part bei ihm, werde ich ihm zuschauen. Und dann im dritten machen wir ein Final Match gegeneinander. Du könntest mir ja auch mit Skype dein Bild übertragen, das wäre doch auch was. Das könnten wir machen, dann würde ich jetzt kurz die Aufnahme unterbrechen. Wollen wir was so machen? Ja, das wäre doch toll. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jo. Da sind wir wieder zurück und hier sehen wir das schöne Fenster, wo man sehen kann, dass er mir zusieht. Hast du es gerade gesehen? Das sah bestimmt cool aus. Ja, ich sehe deinen ganzen Bildschirm. Okay, jedenfalls habe ich mir ein Team um Altaria gebaut und sogar mit kreativen Pokémon, weil er gesagt hat, er nimmt ein Pokémon mit, welches sehr selten gesehen ist. Also habe ich mir gedacht, ich will jetzt keinen overpowerten Stuff mitnehmen. Also nehme ich eben zwei Pokémon, die relativ cool sind. Und wir werden dazu später kommen. Ich hoffe, ich habe hier auch wieder ein Gesicht drüber gepackt über dieses letzte Pokémon, weil es wieder geil werden soll. So wie bei Pengo, oder? Ich hoffe, du hast den Part gesehen, weil du guckst ja alle meine Videos. Du guckst ja, ist ja klar. Den Part habe ich tatsächlich gesehen. Cool. So. Achso, ich sollte vielleicht erklären, ich habe ja die letzte Woche nicht so aufgenommen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen faul. Ja, du bist mit mir hier, ich bin eh der König des Nicht-Aufnehmens. Ja, hast mir erzählt, du bist ja so ein richtig fauler Socker. Aber wir wollen jetzt nicht mehr weiter um den heißen Brei reden jetzt. Du kannst mal raten, wie lange mein letzter Minecraft-Part, dieses PvP-Event, hochgeladen hat? Ein bisschen lange. Mal eine Zahl. Einfach raten. 20? 30? 50 Minuten? 320. Was? Ja. Was ist denn bei dir falsch? Datei unglaublich groß gepackt. Oh, bitter. Bitter, bitter. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir wollen jetzt auch mal mit dem Team weitermachen. Ja. Wir haben hier Wolke 7, kreativer Name, also der würde niemand drauf kommen. Mit natürlich dem Altaria-Eid. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Natural Cure, natürlich. Ich habe mich für einen All-Out-Attacker entschieden. Also mit Mix sogar. Draco Meteor, Rückkehr und Feuersturm und als Recovery Move dann auch Ruheort. Sag mal, soll ich hier ein hartes Wesen machen oder das Jolly lassen? Nee. Also ich würde nicht bloß Wesen lassen, obwohl es sind. 80 glaub, Speed ist eigentlich. Ja nicht. 80 Speed ist eigentlich sehr relativ gut, wenn jetzt so ein Max Speed Heatwind kommt. Kannst du es auch speeden, das ist schon mal geil. Das ist schon mal ganz praktisch. So, dann haben wir, wie gesagt, ein Heatwind, und zwar ein Choice Scarf Heatwind, was sehr cool im Auras Obvious momentan ist. Einfach weil es sehr unerwartet ist. Nee, nicht sehr unerwartet, aber die meisten spielen einfach defensive Heatwinds. Und Choice Scarf Heatwind ist vor allem gut, weil man damit Diancie gut schnell mal killen kann. Und deswegen habe ich diese Pokémon auch gehabt. Ja, man muss eben aufpassen, dass die Erdkräfte eigentlich ausnockt, ne? Aber sonst. Ich spiele aber tatsächlich auch immer mit Scarf, also. Ich spiele Heat schon eigentlich nie defensiv. Tust du das? Ja. Hast du schon erzählt. Ja, also einfach normales Moveset mit Flash Cannon, um Diancie zu treffen. Flammenwurf wegen Step, Hidden Power Ice wegen Salamence. Man braucht so viel Attacken und Walls für Salamence, wie es geht. Also Hidden Power Ice ist da schon eine gute Wahl. Dann haben wir Erdkräfte für Dinge, die Erdkräfte schwach sind. Wer hätte es gedacht? So, ich frage mich gerade. Ja, ich frage mich gerade, ob ich hier Feuerpunch oder Eispunch. Ich glaube, ich lasse Eispunch auf meinem Easy.
Wir haben, dieses ist nämlich Choice Band, was ich auch im Rarely Used relativ gerne benutze, weil das, wie heißt es, Krippuk One-Hitted. Und deswegen habe ich Choice Band. Und diesmal sogar, seitdem es so geile Moves hat, kannst du jetzt auch noch mehr machen und das wahrscheinlich auch im Overused. Also werden wir sehen, wie das läuft. Also Livius hat ja schon seinen Team Tipp abgegeben, in welchen Tier es kommt. Sag mal. Also ich würde Borderline schätzen. Borderline? Ja, oder Overused. Obwohl es wahrscheinlich doch im Yu-Yu landen wird. Hm, wird's und auch. Da sehr gut sein wird. Also eins von den drei auf jeden Fall. Ich würde sagen Underused. Gutes Underused-Poke, würde ich sagen. Ja. So, dann natürlich mit Bergsturm, Eisenschädel, Abschlag und Eispunch. Ich hab gerade überlegt, wie es auf Deutsch heißt, Bergsturm. Ja, Bergsturm. Dann haben wir den ersten Selamence-Counter. Counter jetzt nicht, aber es checkt's eben sehr gut. Mit Rocky Helmet und ja. Ich scheiß jetzt einfach mal auf die Magnezones, die hier rumlaufen. Ich hab sie. Kleiner Funfact. Rocky Helmet ist das einzige Item, das auf PokéWiki falsch übersetzt steht. Ach so? Ja, das haben sie falsch ins Englische übersetzt. Wie haben sie es denn übersetzt? Keine Ahnung, irgendwie falsch. Wow, also dieser Fact, also, das ist richtig gut. Ballet Helmet oder so. Ballet Helmet, sehr schön. Jedenfalls haben wir ein spezialdefensives Skarmory. Ja, einfach für, ich weiß nicht. Ich finde spezialdefensives Skarmory relativ gut, solide. Weil physisch-defensives braucht es einfach nicht mehr, finde ich. Nicht mehr so viel. Obwohl. 140 ist einfach, es ist schon recht gut. Das stimmt. Allerdings, ich weiß nicht. Element spielt man dann doch ganz gern mal auch mit den Biss-Attacken und die treffen auch Skarmory ganz hart. Biss-Attacken? Donnerzahn und so. Echt? Noch nie gesehen. Also ich habe schon einige mit, zumindest Donnerzahn glaube ich gesehen oder Eiszahn, irgendeine Zahnattacke. Ja gut, Coverage-technisch ist es ja gut, ne? Also Eiszahn vor allem. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es Eiszahn kann. Egal. Okay, dann kann ich ja weiter mit meinem Team machen. Dann haben wir noch Slowbro mit Leftovers, physisch-defensiv mit Toxin, einfach zum Stallen. Nichts Besonderes. Und als letztes, oh fuck. Und als letztes habe ich Chestnut und da habe ich die Offensivweste draufgepackt. Was ich denke sehr gut sein wird, weil es einfach Drain Punch hat. Drain Punch all the things, würde ich sagen. Donnerzahn kann's. Damit habe ich es schon oft gesehen. Ah, okay. Und ich merke gerade, unser Team ist ein bisschen fehlschwach, aber ist mir egal. YOLO! YOLO, Maudadolo. So, such mal nach einem Kampf. YOLO, Maudadolo. Oh, es hat noch keinen Namen. Was ist da los? Ja. Auf der siebten Wolke, nenne ich's. Das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name, ja. Ja. So, guck mal nach einem Kampf. Bis gleich. So, dann sind wir wieder zurück und wir haben keine Fee, was sehr gut ist. Womit sollte ich leaden? Erzähl mal. Wenn dieses Staraptor gescarft ist, dann würde ich schon mal nicht mit Prigaron leaden. Den hier. Vielleicht mit deinem. Nein, es heißt nicht Scaraborn. Deutscher Name. Ich denke mal, der wird mit Conkeldurr anfangen. Meinst du? Dann würde ich tatsächlich mit. Ja, Altaria. Nee, mit Staraptor. Ich glaube fast, dass es gescarft ist. Aber Brave Bird sollte mich nicht ausnocken. Wie heißt denn das Viech auf Deutsch? Was? Panzer Eron, das war der Name. Richtig. Ah, ich hätte Erdbeben hier drauf packen sollen wegen Heatwind. Scheiße. Jetzt wäre ich von Heatwind übelst gewollt. Naja, egal, was soll man machen. Gut, dann werden wir darum wohl irgendwie das handeln müssen. Ich würde sagen, wir machen Ruheort, einfach weil. Heatwind. Weil er wahrscheinlich in Heatwind wechseln wird. Oder wir machen einfach Return. Why not? Das ist auch eine. Du lagst gerade. Du lagst gerade übelst. Okay. Ja, wir hatten gerade Probleme. Er hat ein bisschen gelaggt und das gerade eben sehr heftig. Er ist tatsächlich in Heatwind gewechselt. Hätte ich mal Erdbeben. Das wäre so viel besser gewesen. Aber was soll man machen? Und ich merke gerade, wir haben nicht so viel Spezialdefensives. Und Lamus hat Oblivious, ey. Scheiße. Oh. Super. Ich würde sagen, wir gehen in Heatwind, oder? Das ist so offensichtlich.
ist zu offensichtlich, wenn jetzt natürlich die Erdkräfte kommen, weil er es predicted. Das wäre. Dann hast du ein Problem. Das wäre problematisch. Ja. Er könnte Toxin machen. Ach, wir gehen jetzt auf Bratwurst hier, komm, YOLO! YOLO! Ja, gut. Yeah, boy. Okay. Dann ist die Frage, ob er jetzt auf Latias wechselt oder auf Staraptor. Er wird sicher auswechseln. Also machen wir ein Double Switch. Double Dazi, Chichi. Also, ein Viech mit Eisattacken wäre natürlich jetzt praktisch. Stimmt. Ich habe auch ein paar Eisattacken. Ich könnte auch Hinpower Eis machen. Ich könnte auch Earth Power machen. Ja, der ist drin geblieben, ja, weil. Naja, er hat sie eben nicht erwartet, ja, ne? So, und jetzt wird er auswechseln. Da führt kein Weg dran vorbei. Da du ja gescuffed bist. Eben. Musst du auch auswechseln. Richtig, und der wird wahrscheinlich auf Latios gehen. Ich würde sagen, wir gehen auf. Kann Pandacrow Ice Punch? Ja, aber ich würde da nicht drauf gehen. Einfach weil Dracomethor knockt es aus. Wir gehen auf Altaria. Und wenn er jetzt. Ja, der kann nichts machen. Außer er muss jetzt entweder wechseln oder er bleibt drin. Kankeldur, das ist natürlich nett. Das ist natürlich auch gut. Ich würde sagen, wir machen direkt mal Return. Wir könnten auch Dracomethor machen. Wir machen Return und danach Dracomethor. Das ist ein guter Plan. Läuft schon mal gut. Wahrscheinlich geht er jetzt in Lamos. Aber ich habe Dracomethor und das weiß er nicht. Hätte ich jetzt mal im Kino Wust gehabt, ne? Das wäre so gut. Da hätte ich Erdbeben drauf gehabt und dann wäre es ein guter All-Out-Attacker, aber. Naja, was soll man machen? Und gut. Ja, ist halt immer gefährlich. Mhm. Und so Recovery ist immer gut. Oh! Der überlebt, was los? Easy! Der hat einen Mark-Punch. Mist. Wir machen, gehen alle hier rauf. Rocky Helmet, knock das aus. Ja, ist klar, dass das jetzt dumm war, weil es jetzt tot ist, dank Steinchen. Wir haben Defog. Ach, stimmt. Ich hab nichts gesagt. Ja, eben, ich hab mir schon was bei dir gedacht. Ich hätte es auch als Zack benutzen können. So ist es nicht, ich kann es immer noch als Zack benutzen. Mit Altaria? Ich glaube, mehr kannst du auch nicht machen. Na, Latias wird so wichtig. Und Tyranitar. Also doch, ich will schon die Steinchen noch wegbekommen. Und der wird wahrscheinlich auf Heatwind gehen. Oh, er geht auf Tyranitar. Wir gehen auf Defog. Auch wenn er Fireblast hat, wir sind spezialdefensiv und wir outspeeden. Wahrscheinlich hat er... Donnerblitz. Donnerblitz. Was? Und wir sind sogar schneller. Ich würde sagen, wir sacken jetzt einfach too obvious und gehen in... Machen Tarnschein, oder? Oder wir gehen einfach in Poker Army. Wir gehen in Poker Army. Hallo? Sheesh. Und dann machen wir Drain Punch. Ja. Yummy. Das ist nicht dann wieder voll heilen. Es sei denn, natürlich hat den Fokus Gurt. Ha. Nee, Digga. Hast du gesehen, wie wenig Schaden das gemacht hat? Okay, es hat auch schon viel Schaden gemacht, dafür, dass es speziell ist und Tyranitar eigentlich nichts speziell drauf hat oder wenig speziell drauf hat. Sollen wir den... Was mich wundert, ist, dass es beide Male getroffen hat, weil normalerweise 75% im Pokémon und so. Das ist schon ein bisschen... War lucky, der Kumpel. Ja. So. Gut, dass die Steinchen weg sind. Also, jetzt können wir auch wieder in Altaria irgendwas machen. Was? Wenn du Altaria einwechselst, ist es tot wegen Sandsturm. Eben. Wir dann ein Free Switch in, um zu gucken, was er macht. Sagen wir, sacken irgendwas. Aber was ist die Frage? Ich würde sagen, wir sacken Poker Army. Wir sacken Poker Army. Es tut mir leid, Poker Army. Woodhammer! Oh, Jesus! Es überlebt! Und Woodhammer! Ah, okay. Ich würde jetzt nicht Sornage machen. Ich glaube, das hätte. Ne, doch, hätte mehr gemacht, wie ich bin. Halt. Ja, weil wegen Resistance. Hoppla. Okay, wir behalten uns das als Hack auf. Oh, das hat natürlich jetzt gut abgefangen. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt den Pangoa-Switch predicted. Ja. Damit habe ich auch ein bisschen gerechnet. Die Hidden Power Ice erwartet, ja. Jetzt wird er in Lamos wechseln. Ich rieche schon. Der wird das in Lamos wechseln. Die findest du aber auch nett. Nee, ich gehe in Pengoro. Pengoro? Ja, gut. Haut das. Also, irgendwas stirbt jetzt. Einfach weil Pengoro Motherfucking. Bist es! Ja, das ist doch super. Start Timer, Alter. Du brauchst so lang. Immer Timer starten. Automatisch. Okay, jetzt ist er natürlich in der Zwickmühle. Er kann nicht so viel machen. Oh, ist er drin geblieben? Nee, wir sind Choice gehabt, deswegen wechseln wir als erstes ausgenommen. So, Tyranitar. Fine by me. Wir sind wahrscheinlich schneller.
Weil ich glaube nicht, dass es Max Speed ist. Also Storm fordern wir ihn ins Gesicht. Du warst mit Scaraborn schneller. Stimmt, stimmt. Deswegen, er wird wahrscheinlich auswechseln, habe ich recht? Wer wahrscheinlich. Oh, was? Was hat er? Quicklaw! Okay. Will der mich verarschen? Warum bleibt er in einem Kampf-Pokémon drin? Okay, das sind die Leute, mit denen ich auch immer nie klarkomme, weil sie einfach Sachen machen, die man nicht erwartet. Wir sind nicht mal Low-Ladder. 1228 ist gar nicht schlecht. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Mann. Das ist problematisch. So wie immer, ich sag problematisch ganz schön oft. Mann, das ist doch Bullshit. Ich habe eine Idee. Wir sacken jetzt Poke-Army. Der ist einfach drin geblieben. Jetzt okay, das ist leider down. RIP Poke-Army. Das stimmt. Es tut mir auch leid und so. Ja, wir machen einfach Ruheort und... Ja, denn, obwohl, überlebst du einen Eisbeben? Klar. Okay. Also, es würde mich wundern, wenn nicht. Es würde mich wundern. Der geht jetzt sowieso wahrscheinlich in Heatwin. Also... Ich will mal sein Ranking sehen. Also Quicklaw, hallo. Hallo. Der hat 1551 Punkte in Random Battles. Und 1200 in Oras. Wie? Mit Quicklaw, hallo. Hallo. Der macht Donnerblitz. Wo bin ich hier? Wow. Alter, ich hätte... Ohne Witz, ey. Traurigste ist immer, wenn man dadurch, dass man die einfach nicht predikten kann, diese Menschen richtig dann auch irgendwie verliert. Eben, das ist das Allerschlimmste. Ja. Und warum wechselt er in Staraptor? Das Einzige, was er machen kann, ist U-Turn. Außer er macht Backbird. Das killt mich, weil es Choice Band ist. Ja, eindeutig. Es hat auch schon mal mein Quajutsu erledigt, dass es kein Choice Band Staraptor war, sondern auf einmal ein Choice Scarf boah, ich kann heute nicht sprechen. Staraptor, was ich halt nicht erwartet habe, dann wurde es einfach zerlegt. Ey, da ist er einfach Choice Band. Und Lilith mit einem Choice Band ist Staraptor. Wo bin ich hier? Ich glaube nicht, dass ein Choice Scarf Staraptor das ausgenockt hat. Nee. Ja, da kann ich mir aber gar nicht sicher sein. So, und jetzt haben wir ein Problem, weil Lamus wollt uns jetzt all day, all day. All day, aha. Nee, Latios. Ah, warum bin ich für Flash Cannon gegangen? Nein! Nein! Warum habe ich keinen Regenerator auf Lamus? Ich bin da richtig verplant heute. Ja. Also, ja. Ne? Das Problem ist, dass dieses Lamus wahrscheinlich Mega-Lamus ist, ne? Oh, nee. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oh, nee. Okay, wir müssen jetzt in, ja, Lamus gehen. Nee. Ah! Puh, hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Okay. Toxin! Das war relativ viel Nein, der Miss. Oh, was? Oh, ist das bitter. Okay. Ganz ohne Regenerator. Wir können Slack off machen. Warum geht da ein Tyranitar? Er hätte in Staraptor gehen können. Wie binett ist der? Wie binett ist er eigentlich? Mit einem Choice für Staraptor. Ich sag nichts. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Wir machen einfach jetzt Toxin. Boah, was? Wie hoch ist der Spezial? Willst du mich verarschen? Wo bin ich hier? 95 Spezialangriff ist doch gar nicht so schlecht, okay. Not bad. Ey, so ein Bullshit! Ja, kill mich! Mann! Ich hasse es, wenn man von solchen Leuten dann besiegt wird. Jetzt geht er wahrscheinlich in Latias! Ja. Ich mach trotzdem Storm vor. Kein Bock mehr! Was zur Hölle? Ja. Fick dich! Als ob ist er jetzt. Ah. Der will mich doch auf dem. Der. Und es überlebt. Wenn er jetzt schneller sein sollte, hätte es denn natürlich. Wir werden das brauchen, weil wir können das noch in. Auf Tyranitar können wir es heilen.
Weil wir schneller sind. Und auf Lamos auch. Hm. Fuck you, brother. Bratwurst. Magst du Bratwurst? Nee. Jetzt denkt er wahrscheinlich, ich mach Flash kennen und geht in Lamos. Und jetzt machen wir eine Play der Plays und gehen auf Easy. So, siehst du mal. Hasse dich. Oh ja, also bleibt einfach mit Latias drin und haut nochmal den Draco Meteor raus. Das wäre jetzt perfekt. Hörst du auf? Mann! Flash Cannon. Nein, nein! Oh. Fuck my life. 7%! Nice, 7%. Und wir haben verloren. Ich verliere wegen so einem... Und jetzt macht er Tarnsteine. Und die Steinchen waren echt nötig. Waren sie auch. Ja. Ich bin sauer. Quick Claw Tyranitar! Ja. Ist gut. Also. Hörst du auf? Ich will jetzt auch noch ein spezielles Quick Claw Tyranitar. Ich bin traurig. Aber mein Team war auch ein bisschen unausgeglichen. Muss ich einfach sagen. Yay! Wem erzählst du das? Wenn jemand unausgeglichene Teams hat, dann ja wohl ich. Oh, was jetzt nur kommen mag, bestimmt kein Brave Bird. Ich möchte gar nicht raten. Kloss kommt, what? Obwohl, kommt auch selber drauf raus. Okay. Was? Choice Scar, Flash Cannon. Komm schon! Choice Scarf? Okay. Okay, dann ist Mega Altaria noch schlechter als wir dachten. Nee, noch besser sogar. Das hat ein Altaria besiegt ohne Choice Band. Siehst du, die hätten einfach Altaria viel mehr Bulk geben müssen. Das ist voll kacke. Meinte ich eh. Vielleicht geht's ja daneben. Vielleicht geht's ja. Ah, schade. Ja. Ich schreib da nicht mal GG, da hab ich keinen Bock zu, Alter. Ohne Witz. Nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, dann bis zum nächsten Kampf, und zwar auf Livius Agenda. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, ey.